Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Garrett und ich haben heute ein neues Kapitel gestartet. Und zwar, ja gut, das alte haben wir noch nicht wirklich abgeschlossen. Thema Fenster, da sind wir noch dran. Aber wir starten trotzdem für das nächste Kapitel. Und zwar die Dämmung. Heute wird ordentlich gedämmt und dafür haben wir tatkräftige Unterstützung bekommen von meinem Vater. Der hilft uns heute mit in seiner Latzhose. Der ist total cool. Papa und ich haben auch schon ordentlich was getan. Wir haben jetzt gerade ganz Rubys Innenraum komplett von Staub entfernt. Wir sind mit einer Hochdruck-Luftpistole rein und haben mit einem Staubsauger alles aufgefangen. Das seht ihr jetzt. So, Ruby ist fertig geputzt und jetzt geht's ans Dämmen. So, davon haben wir einige Kartons. Wir haben uns dazu entschieden, mit Amaflex zu dämmen. Das ist ja eine extrem heiße Debatte. Was für Dämmmaterial nimmt man jetzt? Das hat sich eigentlich bewährt bei ganz vielen Camper-Ausbauten. Auch beim T4 ist es drin und deshalb nehmen wir jetzt mal Amaflex. Mr. Sawyer. Wie viele haben wir? 7, ne? Jetzt andere. Haben wir mal andere? So, Leonie und Waldemar haben ja gerade eben schon hier ordentlich durchgesaugt und geputzt, den groben Schmutz entfernt. Das ist schon mal super gut. Und was wir als nächstes machen, ist natürlich entfetten, denn wir haben das selbstklebende Amaflex. Damit das Ganze einfach richtig gut am Blech hält, sich später nicht löst, muss es richtig gut befestigt werden. Die Oberfläche muss sauber sein, fettfrei. Das heißt, wir werden da jetzt mal mit Reiniger rübergehen, die einzelnen Stellen hier richtig schön entfetten und dann entsprechend ausmessen und festkleben. Da brennt rein, der trocknet die Hände aus. Erstes Stück Amaflex kommt an die Wand. Funktioniert das denn hier? Bist du ganz unten angekommen? Okay. Das sieht gut aus. Ja. Da oben nochmal reindrücken. Hier ist der Kleber ja schon ab. Genau. Genau. Dann die Leonie, schwitzt du schon? Ja. Ich schieb ihn erst rein und dann löse ich dahinter den Dings. Moin. Hallo, hallo. Na? Grüß dich. Alles gut? Ja, alles bestens und bei euch. Auch gut. Alles super. Lässig. Tada! Ey, ich schwitze. Ganz schön anstrengend. Sieht gut aus. Aber ich glaube, das ist jetzt ist überall dicht. Feierabend. Gut gemacht. Lass mal das Reisig machen. Die erste Wand haben wir zum Teil schon mal gedämmt, aber was wir natürlich merken ist, dass es super viel Stückelarbeit ist und wir müssen uns einfach damit abfinden, dass das hier nicht perfekt wird. Man hat immer wieder solche Lücken, wo wir halt mit der Dämmung nicht reinkommen. Das ist okay, damit müssen wir leben. Das heißt auf der anderen Seite, wir müssen später einfach gut lüften, wenn irgendwo Schwitzwasser ist, dass das halt eben wieder rauskommt. So, liebe Leute, ein erster großer Teil ist schon mal geschafft und zwar genau diese Wand hier. Die haben wir schon mal angefangen und wir merken definitiv, das wird richtig viel Arbeit. Man muss extrem viel stückeln. Immer in diese kleinen Ritzen hier und in diese Hohlräume nochmal extra Schnitte machen. Und am Ende des Tages wird das auf keinen Fall 100% perfekt. Das ist leider so. Wir haben hier einen Kastenwagen und keinen kompletten quadratischen Raum. Leider. Ja, leider nicht. Wir quetschen unsere Finger rein, bis es nicht mehr geht. Also es kann man kann nicht perfekt machen. Genau, Dämmen kann man nicht perfekt. Genau, und das ist ja auch überhaupt nicht schlimm, wenn man beachtet, wir lüften dann einfach viel. Ne? Also immer gut lüften, damit Feuchtigkeit auch rauskommt. Dafür haben wir so viele Fenster. Ja. Und jetzt sagen, jetzt machen wir mal weiter. Oder was auch extrem fies ist, sind natürlich diese Spalten, die dann hinter einem Holm verlaufen, weil hier hinter ist es komplett hohl. Da muss man echt gut zuschneiden, ein bisschen schieben und dann mit ein bisschen Glück kommt dann hier wieder ein Streifen raus. Also ihr seht, das dauert echt lange wegen diesen kleinen Feinarbeiten. Hätte man eine Wand, die man runterziehen könnte, wäre es viel einfacher. Aber so ist es nun mal. Am Ende soll es ja auch gut werden.
wie es aussieht, brauchen wir fürs Dämmen doch ein bisschen länger, als wir geplant hatten. Denn boah, da werden so verwinkelt und es sind so viele kleine Ecken, die wir füllen müssen. Also dauert doch ein bisschen länger. Aber wir sind dabei und Garrett hat sich schon einige richtig coole Tipps überlegt, wie wir da schneller rankommen an bestimmte Ecken und Hohlräume. Und die will euch Garrett gerne einmal zeigen. Okay, ich habe euch ja gerade eben schon gezeigt, dass es hier ganz fiese kleine Ecken gibt hinter dem Holm, wo wir jetzt natürlich auch noch dämmen möchten. Und was ich mir da überlegt habe, ist, dass wir ein fertiges Dämmstück nehmen. Dann ziehen wir hier ein bisschen von der Folie erstmal ab. Nehmen uns ein bisschen alte Folie, kleben die dann hier drauf. Das Stück hier einfach hier hinterschieben und später dann, wenn es durchgezogen ist, mit dem Folienende hier einfach wieder abziehen und festpappen. Habe ich ein bisschen Schweißdraht geopfert von meinem Schweißgerät. Und jetzt ziehen wir den einfach hier richtig schön mit dem Draht hier raus. Ein bisschen kurz mit dem Finger rein. Einfach rausziehen. Müssen natürlich einmal schauen, wo er anliegt. Ansiegt. Ansiegt. Und jetzt können wir hier, seht ihr hier, die Folie, alles fein säuberlich abziehen. Und schon ist das Thema Hohlraum erledigt. Schwierig, aber machbar. Übrigens, wenn ihr Armaflex schneidet, gibt es ja mehrere Möglichkeiten, das Armaflex zu schneiden. Super schwierig im Grunde mit einer Schere, weil man immer so komische Kanten reinkriegt. Wir haben jetzt nach mehreren Stunden rausgefunden, es macht Sinn, ein scharfes Messer zu nehmen, was man immer wieder nachschärft. Und vorher einmal schön die Folie anschneiden, anritzen. Zack. Weil dann geht es viel, viel leichter. Mit einem gekonnten Schnitt sieht wow. Das so aus. Wow. Richtig schön. Gut aus. Na, Chef? Alles gut? Ja. Ah, passt du gut auf? Das soll ich gut machen? Nein, jo. Jo. Es wird langsam. Ruby wird langsam schwarz von innen. Einen wunderschönen guten Morgen. Mittlerweile ist schon einige Zeit vergangen seit der letzten Aufnahme. Gestern haben wir ordentlich noch was gemacht, beziehungsweise ich. Also ich habe das Dach zu Ende gedämmt, das zeige ich euch gleich. Und in der Zeit hat Garrett einen Fensterrahmen gebastelt. Ja, was soll ich sagen? Gestern war nicht so ein Tag, wie man sich den erwünscht hatte. Die Motivation war sehr weit unten im Keller und irgendwie, weiß nicht, ging es mit den Emotionen gestern auf und ab, aber ich denke mal, Garrett kann euch mehr dazu erzählen. Ja, liebe Leute, hier seht ihr das gestrige Ergebnis meiner gesamten Arbeit nach mehreren Stunden. Und zwar dieser kleine Fensterrahmen. Ich habe, weiß ich nicht, mehrere Stunden dafür gebraucht, weil er immer wieder nicht gepasst hat. Kleinen Nervenzusammenbruch gehabt, aber jetzt ist alles gut. Er klebt, er sitzt, er ist drin und da kommt dann hoffentlich die nächsten Tage unser Lüfter rein. Denn, um ehrlich zu sein, gestern ist irgendwie alles so auf uns niedergeprasselt. Die ganzen Gedanken, die man zu diesem Projekt hat. Wann wir hier natürlich auch fertig sein wollen. Wir haben unsere Ziele ja gesetzt, unsere zeitlichen Ziele, die halt eben auch begrenzt sind. Also wir können jetzt nicht unendlich viel schieben. Und was da alles noch so kommt, das hat einen schon gestern ziemlich überfordert. Weil wir halt zwar weit gekommen sind, aber doch noch einen langen Weg vor uns haben. Und irgendwie, glaube ich, gehört das auch dazu, dass man irgendwie mit den Nerven irgendwann so am Ende ist. Aber wir haben uns gut zusammengerissen, wir halten zusammen und ich denke, heute starten wir mit frischer Energie. Leonie hingegen war gestern richtig gut, war richtig produktiv und hat hier ordentlich was geschafft. Während ich Garrett den ganzen Tag aufgemuntert habe, habe ich das Dach fertig gedämmt. Also ihr seht komplett alles fertig. Da hinten, wo der Holzrahmen sitzt, muss ich noch nachdämmen. Aber sonst von hier bis zur anderen Seite ist alles fertig. Das könnt ihr hier auch noch sehen. Es wird langsam. Es wird. Jetzt muss natürlich noch mit 6 mm überall rüber und wir haben nochmal Neues bestellt, weil wir nicht genug Dämmmaterial haben, also Armaflex, aber das wird, langsam wird es, langsam und stetig ernährt sich das Eichhörnchen. Das haben wir euch ja noch gar nicht gesagt, so ein paar Infos nochmal, wir haben so als Standard Dämmstärke jetzt hier 19 mm Armaflex benutzt und werden über die Holme 6 mm drüber kleben, sowie über alle Stellen, wo wir jetzt noch ein bisschen Luft haben, auch nochmal 6 mm drüber, das heißt an den dicksten Stellen haben wir wahrscheinlich so um die 25 mm. Ich denke mal, das sollte auf jeden Fall passen. Nachdem Leonie ja gestern die ganze Decke gemacht hat, kümmere ich mich jetzt um ein paar Kleinarbeiten
Und zwar haben wir ja noch diese ganzen Holme. Und die dämmen wir nämlich ein bisschen anders. Im Grunde ist so ein Kastenwagen ja voller Kompromisse. Das heißt, entweder dämmt man weniger oder man verkleidet weniger und hat damit mehr Höhe oder man macht halt eben mehr Dämmung, mehr Verkleidung und verliert damit Höhe. Ich bin ein recht großer Typ. Das heißt, wir müssen schauen, wie wir das hier drin machen. Wir haben echt eine ganz schön knappe Sache hier mit meinem Kopfmaß. Und wahrscheinlich ist es sogar so, dass wir zwischen diesen Räumen hier, zwischen den einzelnen Holmen verkleiden und nicht über diese Holme verkleiden. Das bedeutet, wir haben uns dazu entschieden, die Holme an sich nur, in Anführungszeichen, mit 6 mm Armaflex zu verkleiden, um einfach ein bisschen Höhe einzusparen, weil es halt eben zu sehr sonst in den Innenraum reinreicht. Wie anfangs ja schon gesagt, ist es sowieso so, dass wir niemals perfekt hier drin dämmen können. Dafür gibt es einfach viel zu viele Lücken, Hohlräume, Kurven, wo man einfach nicht perfekt rankommt. Da müsste man einfach wirklich einen kompletten Kasten hinten drauf haben. Nicht nur einen Kastenwagen, sondern einfach nur so einen quadratischen Kasten am besten, der rechtwinklig ist und keine von diesen ganzen Verwinkelungen hat. Aber so ist es halt eben. Wir müssen halt dafür sorgen, dass wir gut belüften, entlüften, dass wenn wir hier Feuchtigkeit drin haben oder halt eben sich Feuchtigkeit bilden kann, dass diese halt gut abtransportiert wird. Deshalb haben wir auch hinten einen Ventilator eingerichtet oder wollen das noch machen. Und was wir jetzt zusätzlich auch noch machen werden ist, Mercedes hat hier überall diese kleinen Löcher in den Holmen und die sind nicht einfach nur aus Spaß da, sondern die sind auch zur Entlüftung da. Das heißt, wenn sich hier Schwitzwasser drin bildet, dann muss dieses Wasser natürlich irgendwie auch entflüchten. Ansonsten kommt es natürlich hier drin zu Rostbildung oder aber wenn wir Holz verkleiden, auch zu Schimmelbildung. Das heißt, im Grunde habe ich jetzt schon angefangen, hier die ganzen Holme zu verkleiden mit 6 mm und auch gleichzeitig diese Löcher wieder aufgemacht, dass wenn halt eben sich Feuchtigkeit dahinter bildet, dass wir die immerhin abtransportiert bekommen. Eventuell werden wir auch noch diese ganzen Hohlräume hier Hohlraum versiegeln, damit, wenn Wasser sich bildet, das Ganze einfach gut trocknen kann. Aber da müssen wir noch mal gucken, was wir da genau nehmen, weil je nach Temperatur kann es auch sein, dass zum Beispiel gewisses Wachs zum Beispiel wieder flüssig wird und dann irgendwie von der Decke tropft. Da müssen wir noch mal schauen, was wir da genau nehmen. Sawyer ist jetzt auch wach geworden langsam. Na Mann, was ist da los da draußen? Übernimmst du hier die Aufsichtspflicht oder was? So, ja. Was ist da los? Na, Mutsch. Und jetzt? Ist dir dein Zuhause nicht groß genug, oder was? Ich finde das schon viel besser als in T4. Wir müssen mittlerweile unsere Dämmung verteidigen gegen diesen Kollegen hier. Der legt sich nämlich da immer drauf. Jetzt schaut er uns ganz gespannt zu. Ich frage mich manchmal, was so durch dieses kleine Köpfchen hier geht. Ich meine, er kam zu uns, da hatten wir hier den Ruby noch alles versifft und eklig. Und jetzt haben wir schon gedämmt und irgendwann wird zerkleidet. Und ich meine, Sawyer sieht ja den ganzen Prozess. Er sieht den kompletten Prozess von der Ölkiste bis hin zum Zuhause. Und ich frage mich, ob er es so realisieren kann. So, boah, ey, so weißt du, irgendwann so in 4 Monaten, wenn wir im fertigen Zuhause drin liegen im Bett, ob er dann guckt und denkt sich so, das habt ihr aber gut gemacht. Das habt ihr gut gemacht. Dass ich meine, vorher hat das so gestunken. Es hat so gemüffelt hier drin. Ich frage mich, ob er das realisieren kann. Kannst du? So, mittlerweile ist ein Großteil der Holme gedämmt mit dem kleinen, kurzen, dünnen 6 mm Armaflex. Und jetzt gehen wir an die Seitenholme. Wie Gerrit schon gesagt hat, machen wir es jetzt an die Holme. Da wollen wir es einfach so ausmessen, dass wir es am Ende rumschlagen können. Also einmal komplett rum und durch die Löcher machen wir wieder auch Löcher in die Dämmung, damit es dahinter atmen kann und es halt nicht anfängt, sich zu stauen, die Feuchtigkeit. Ja. Uns ist echt aufgefallen, dass man, wenn man dämmt, gar nicht so viel filmen kann, weil irgendwie ist die Aufgabe immer dieselbe. Also man kann coole Tipps geben, vor allem halt gerade für Leute, die halt solche Holme haben, dass man halt Löcher reinmacht, damit es atmen kann dahinter. Also es sind schon coole Ideen, die man da äußern kann, aber so richtig dämmen zeigen kann man nicht viel. Also nicht so wie, wenn man Fenster einsetzt oder so, weil es eigentlich immer die gleiche stumpfe Arbeit ist. Ich hoffe, euch gefällt dieses Video trotzdem.
Sache, die auf jeden Fall bei so einem Van-Ausbau ganz oft zu kurz kommt, wenn man sich die ganze Zeit in seine Arbeit hier schmeißt, ist es, genug zu trinken. Besonders wenn man ganz viel körperlich arbeitet, kriegt man ja irgendwie so das Verlangen nach was Süßem, nach was Zuckerhaltigem. Aber natürlich sind diese typischen Softdrinks, Erfrischungsgetränke nicht gerade das Gesündeste. Eine gute Alternative dazu ist Wasser. Und für alle von euch da draußen, denen Wasser zu langweilig ist, möchten wir euch jetzt eine ganz coole Alternative vorstellen, und zwar das Trinksystem von AirUp. AirUp ist ein junges deutsches Unternehmen, was mit einem richtig coolen Trick herausgefunden hat, wie man stinknormales Wasser wohlschmeckend oder richtig interessant machen kann. Dieser Trick besteht darin, dass wir eigentlich nicht nur über unsere Zunge, über unseren Mund halt eben schmecken, sondern auch über unsere Nase, das heißt unseren Geruchssinn. Diesen kleinen Trick hat sich AirUp zunutze gemacht, indem sie eine Trinkflasche entwickelt haben, wo man oben einfach einen kleinen Aromapod draufsetzt, diesen rauszieht, damit er aktiviert wird, und sobald man jetzt aus der Flasche einen Schluck nimmt, vermischt sich im Grunde die Luft mit diesen Aromastoffen, und sobald man jetzt was trinkt, schmeckt ganz normales Leitungswasser nach diesem Aroma, was man halt eben draufgesetzt hat. Der Aromapod besteht übrigens aus komplett natürlichen Aromen, da ist also kein künstlicher Scheiß drin. Unsere Lieblingsgeschmackssorten, die sich so beim Van-Ausbau ergeben haben, sind unter anderem Waldfrucht, Pfirsich und Winter Apple, was übrigens auch sehr, sehr lecker mit warmem Wasser schmeckt, weil es so einen schönen, zimtigen Apfelgeschmack hat. Aber AirUp hat natürlich noch viele, viele andere Geschmackssorten. Wir finden, dass AirUp auf jeden Fall eine richtig coole Erfindung ist, und falls ihr auch mal Lust habt, das Ganze auszuprobieren, dann findet ihr hier unten einen Link zu AirUp direkt und könnt da einfach mal euch durch die verschiedenen Sorten durchklicken. Ist eine coole Sache, um einfach stinknormales Leitungswasser ein bisschen attraktiver zu machen. Ein neuer Tag hat begonnen. Wir sind gestern noch mal richtig weit gekommen. Und zwar haben wir jetzt hier so eine kleine schwarze Hölle oder so ein schwarzes Loch vor uns. Die Decke ist fertig. Nur noch ein paar Seiten müssen hier noch mal extra mit 6 mm geklebt werden. Und dann ist das Thema Dämmung auch eigentlich so gut wie durch. Die Türen müssen noch gemacht werden. Und natürlich das ganze Fahrerhaus. Das dämmen wir aber noch mal ein bisschen anders. Da möchten wir euch später noch mal ein paar Sachen zu sagen und den aktuellen Stand geben. Also vielleicht auch noch nicht ganz fertig, aber wir sind auf jeden Fall sehr, sehr weit gekommen. Und jetzt, weil das Wetter so schön ist, werde ich den Wagen mal rausfahren. Es war auf jeden Fall leiser hier drin. Echt? Ja. Durch die ganze Dämmung? Ja. Es war auf jeden Fall nicht so ein Geruckel hinten. Glaube ich, aber Cuttermesser noch im Fenster während des Fahrens und die Tür offen. Also, na, wenigstens mal ein kleines Check-up. Schreibe ich dir mal so eine Check-up-Liste. Ja, bevor wir auf die Autobahn fahren. Aber Seitentür zumachen. Alle Fenster sind auch zu, hoffe ich. Hatten wir ja auch schon, ne? Da ist Pete hinter Garrett hinterher gerannt. Das Fenster! Und hat das Fenster, während Garrett noch im, schon saß, das Fenster noch zugemacht. Naja, jetzt kommen neue Fenster rein. My mama told me I should be where. I'll tell you a story about mean people who take you some innocent girls. Mittlerweile hat Garrett Ruby rausgefahren bei uns auf die Auffahrt. Und jetzt machen wir uns daran. Sie sieht Garrett schon auf der Leiter rumklettern. Und zwar die Dachluke einsetzen. Unser wunderschönes Dachfenster über ein Bett, wo wir die Sterne gucken wollen, also nachts. Da, ja, das wollen wir jetzt einsetzen. Gerade eben hat noch die Sonne geschienen. Jetzt hat sich das so ein bisschen zugezogen. Und um ehrlich zu sein, bin ich ein bisschen nervös, dass wenn wir gleich anfangen, es doch anfängt zu regnen. Müssen wir schon ein Fenster einsetzen. Ja, wir müssen uns jetzt schnell beeilen, bevor es anfängt zu regnen. Wir haben uns gerade die Bedienungsanleitung von dieser Dachluke mal durchgelesen. Sieht eigentlich sehr simpel aus. Das meiste wird geklebt und von unten so ein bisschen gesteckt. Und erstmal werde ich dafür jetzt oben die Dachfläche ein bisschen sauber machen. Sawyer hat währenddessen den ganzen Hof im Blick. Ne? Pass auf, dass hier niemand reinkommt. Ohne Erlaubnis. Jedes Pferd wird angebellt. Sawyer ist jetzt auch da. Der ist angekommen mittlerweile. Und er ist nicht mehr so süß und ruhig, wie er sich mal anfangs gegeben hat. Nee, nee, der ist immer frecher. Immer frecher wird er. Und immer neugieriger. Der ist total süß. Genau dich meine ich. Garrett hat jetzt oben schon alles sauber gemacht mit Bremsenreiniger. Ich mache mir jetzt daran einmal den Fensterrahmen, da wo nachher Dekasil aufgetragen wird, also unser Dicht, unsere Dichtmasse, da auch einmal schön zu reinigen, dass da nichts fettig ist oder dreckig oder Dreck mit verbaut wird, ne? Teil des Schiffs, Teil der Crew. Soll ja nicht alles Teil der Crew werden. Maybe think twice before you walk alone. Call somebody to take you home. Look over your shoulder when you go. Hier ist ja schon bis hier fast leer, ne? Machen wir nochmal leer. Ja, machen wir leer. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Bitte.
So, das Fenster ist jetzt hier oben, die Fläche ist gereinigt und jetzt schmatzen wir im Grunde einmal hier drumherum die Dichtmasse, drücken das rein und dann wird es von unten nochmal mit solchen Winkeln gegengeschraubt. So, ist wärmer da drin? Ja, ist doch gut. Sehr gut. So, die Dichtmasse ist jetzt einmal komplett aufgetragen und jetzt setze ich das von oben ein. Leonie schraubt jetzt bzw. befestigt dann von unten solche Winkel. Und jetzt müssen wir natürlich auch darauf achten, dass wir es richtig rum reinsetzen, sodass die Dachluke im Grunde Richtung Heck öffnet, weil wir dann einfach einen schöneren Luftwiderstand haben beim Fahren. Und außerdem, wenn wir es in die andere Richtung einsetzen und wir haben die Luke noch auf, dann fetzt die uns bei der Fahrt weg, wenn wir es vergessen. Das wollen wir ja nicht, ne? Nee. Nee, das wollen wir nicht. Was muss ich jetzt eigentlich machen? Du musst gucken, dass das richtig passt. Okay, weißt du, wie herum das wie muss? Ja, gerade geguckt. Ja, du weißt das? Ja, ich muss es einmal hochflippen sozusagen, einmal so flippen. Ganz sicher? Ja. Ich bin mir da gar nicht so sicher. So, warum denn? Weiß ich nicht, weil ich mir jetzt nicht angeguckt habe. Mach den so auf und dann öffnet der nach hier. Ja. You're doing good. Ich sehe ja gar nicht, wo ich hin muss. Ja? Ja. Sieht gut aus? Ja, ja, und runter. Luke ist drin. So, Fenster ist drinne und jetzt schraubt das Leonie von unten fest. Okay, wie funktioniert das jetzt? Also, was Gerald und ich anfangs gar nicht verstanden haben, ist, wie das mit diesen Winkeln funktioniert. Ja, ich habe das jetzt angeguckt und zwar sollst du die Winkel einsetzen in den Außenrahmen und mit einer Schraube fixieren. Nicht zu viel Druck drauf machen, weil dann sieht man auf der anderen Seite, kann man hier gut gucken, einmal umdrehen. Ah, die. Da sieht man solche kleinen, da sieht man solche kleinen Greifarmen hier, die den sozusagen festhalten. Hier habe ich ein bisschen zu doll gemacht. Die gehen jetzt richtig ins Holz rein und können das sozusagen auch kaputt machen, weil unser Holz jetzt nur so ein Billigholz vom Baumarkt ist. da muss er halt echt den perfekten Druck finden, dass er nicht reingeht. Das einzige Problem ist, Gerald und ich waren ein bisschen übermotiviert und haben die Millimeter Spiel extra berechnet und dachten, wir sind voll cool und so. Und ja, das Problem ist, dass wir jetzt auf der einen Seite ein bisschen zu großen Holzrahmen haben. Und hier können sich diese kleinen Greiferärmchen nicht mehr festhalten. Sieht man an dem ganz gut. Ist der Holzrahmen ein bisschen groß geworden und irgendwie ja, hält er sich da nicht gut fest. Aber sollte kein Problem sein. Ich meine, wir haben 3 Seiten von 4, wo er sich festhält. Das reicht schon, oder? Und da kommt nochmal Sikaflex drumherum. Genau, da kommt noch Sikaflex rum. Also es sollte halten. Hoffentlich verlieren wir unser Fenster nicht während der ersten Fahrt. Also Garrett und ich haben jetzt ein bisschen diskutiert und irgendwie sind wir noch nicht so ganz happy, wie unser Fenster gerade montiert wurde, also wie es hält. Denn dicker Siegel hält er nicht wirklich, es dichtet nur ab. Eine leichte Fuge Sikaflex, die wir nachher ziehen, ist nicht genug, um wirklich da mit Power das zu halten. Von unseren 14 Winkeln halten so 5 bis 6 richtig, wie sie halten soll. Der Rest ist so Larifari hält, das ist nicht so gut. Deswegen haben wir jetzt gesagt, wir fahren nochmal die Tage zum Baumarkt, wollten wir so oder so. Und uns solche kleinen Flacheisen holen und die Winkel sozusagen verlängern, dass sie wirklich im Holzrahmen befestigt sind mit Schrauben. Also so ein bisschen eine zusätzliche Sicherung sozusagen machen. Das ist so unsere Idee. Und ich kann mir gut vorstellen, dass deswegen auch da Löcher sind. Das ist vielleicht bei manchen so, wir haben schon gefragt, wo diese Löcher herkommen, diese dünnen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die vielleicht montiert wurden für solche Fälle wie unseren, wo dann das Holz, wo der Holzrahmen vielleicht doch ein bisschen zu groß war, dass man das noch irgendwie besser montieren kann. Es würde so vielleicht auch halten, aber wir fühlen uns sicherer, wenn wir es nochmal extra montieren. Schon schön. Cool, oder? Ja, schon schön, so eine Dachluke. Dann ist sie schon dicht. Ja. Hauen wir mal. So, unsere große Dachluke über dem Bett ist auf jeden Fall jetzt schon mal drin, auch wenn wir natürlich hier noch ein bisschen was machen müssen, festziehen und sichern. Aber auch bei den ganzen anderen Fenstern müssen wir sowieso überall nochmal mit einer Fuge Sikaflex drum, damit es wirklich 100% dicht ist. So, und als nächstes werden wir das zweite Loch im Dach stopfen und zwar mit unserem Deckenventilator. Das Prinzip hier ist nochmal ein bisschen anders als unsere Standardfenster und auch die Dachluke. Die Standardfenster werden ja im Grunde reingepresst und ziehen sich zusammen durch den Innenrahmen. Finden wir auch das ziemlich beste System, aber hier ist es jetzt so bei dem Dachventilator, das hält zwar sehr gut, aber ist natürlich auch ein bisschen fragwürdig und zwar wird der direkt ins Dach geschraubt. Das heißt, da müssen wir ein paar Löcher durchmachen. Das Gute ist, die Löcher gehen wahrscheinlich direkt in den Holzrahmen und dann passt das. Aber damit das alles schön gut abläuft, werde ich erstmal die Löcher vorbohren. Komm.
So, die Löcher sind drin. Und weil es jetzt natürlich Löcher sind, die direkt ins Metall gehen, werde ich darüber noch ein bisschen Rostschutzfarbe machen. Zur Feier des Tages hat es gerade angefangen zu nieseln. Kinda heavy on my shoulders, tracking down some moments back in time. I could swore that I was in it, down to every minute. Don't know what I was sipping, but I felt like I was doing fine. Oh my. Puh, das war echt knapp. Also, es sieht richtig schlimm aus am Himmel, aber ich glaube, wir haben es gepackt. Alle Fenster sind jetzt drin und es hat nicht geregnet. So sieht es übrigens jetzt aus. Also ich glaube, das hier wird auf jeden Fall das dichteste Fenster, was wir jemals gebaut haben. Hier kommt sogar die Dichtmasse aus den Schraublöchern raus. Also damit können wir bestimmt noch mal ein Fenster reinsetzen mit dem ganzen Dekassier, was hier überschaut. Und so sieht das Ganze jetzt von unten aus. Also ich glaube, wenn die Dichtmasse im Innenraum sogar rauskommt, weiß man, dass man genug Dichtmasse benutzt hat. Also selbst hier sieht man es. Ich glaube, das wird definitiv dicht genug sein. Aber cool. Irgendwie nimmt das Ganze schon richtig gut Form an. Echt Hammer. Und weil wir gerade so dabei sind, setzen wir jetzt noch mal hinten die Fenster in die Hecktüren. Okay, Fenster geht jetzt rein. Wir müssen uns beeilen. Es fängt nämlich an zu regnen. Keine Schraube, die ein Fenster zusammenzieht. Leute, entweder habe ich jetzt die falschen Schrauben da benutzt oder wir haben zu wenig Schrauben. Bei diesem Fenster hier gibt es einen Innenrahmen und nochmal einen Innenrahmen. Deshalb gibt es auch zwei verschiedene Schrauben. Und das hier sind jetzt die Schrauben, die wir mehr zur Verfügung haben. Aber ich glaube nicht, dass das die Schrauben sind, die das Fenster festziehen sollen. Dafür sind die viel zu klein. Also habe ich die größeren genommen, die selbstschneidend sind. Und das hat super funktioniert. Aber selbst die kleinen funktionieren nicht. Also in die übrigen Löcher hier drehen die nur die ganze Zeit durch. Ich würde lieber die stabileren nehmen. Es ist vollbracht. Unser erstes Hecktürenfenster ist drin. Vollständig mit Innenrahmen und drum und dran. Wir hatten ein paar Schwierigkeiten mit den Schrauben, denn Garrett hat zuerst aus Versehen die falschen Schrauben benutzt, die eigentlich für den Innenrahmen waren. Hat sich aber herausgestellt, dass die sogar viel, viel besser waren als die kleinen Schrauben, die dafür mitgeliefert wurden, weil die sind einfach immer durchgedreht. Also die haben sich nicht wirklich festgeschraubt. Zwei davon sind immer noch nicht ganz fest. Die sind immer noch lose. Die drehen durch. Der Rest ist fest. Ja, mehr können wir nicht machen. Damit arbeiten wir jetzt. Und jetzt zeige ich euch mal das Endergebnis. Tada! Sieht das nicht so spektakulär aus, aber es ist echt cool. Du hast von unten einen Schutz, von oben Mückennetz und Garrett, ich sag mal hallo, warte. Hier mal die Kamera. Hallo! Und ich finde, um ehrlich zu sein, das sieht von außen sogar richtig sexy aus, weil es so schön schwarz anliegt. Perfekt, hallo, so ein Kupffenster. Aber echt, es ist klein, aber fein. Ja, mach mal zu. Wie geht das denn zu? Einfach ziehen. Ja, okay, ich will das nicht kaputt machen. Tada, sieht das nicht sexy aus? Schön, oder? Die Dichtmasse machen wir natürlich noch weg. Es wäre natürlich schön, euch das Fenster noch draußen zu zeigen, aber mittlerweile Shift ist draußen, deswegen ja, sind wir in die Werkstatt geflüchtet. Hier seht ihr das fertige Ergebnis, also halbfertig. Hier ist noch überall Dekassier, der rausschmatzt, den müssen wir noch abmachen. Aber so sehen unsere Fenster von hinten schon mal aus. Wir sind ziemlich zufrieden mit dem Ergebnis. Ne? Auf jeden Fall, sieht richtig, tut so gut. Sieht richtig cool aus. Aber dieses Video endet jetzt hiermit. Das nächste Projekt wird vermutlich der Boden sein, also unsere neuen Bodenplatten kommen rein und was haben wir noch alles vor? Wir haben noch eine Decke in der Zwischenzeit ja besorgt. Genug vor. Also wir haben richtig viel was vor und wir wollen auch echt jetzt langsam vorankommen, weil das Wetter ist wunderschön und wir wollen endlich in Ruby einziehen und nicht immer nur dran arbeiten. Also wir geben unser Bestes. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne einen Daumen nach oben lassen. Da freuen wir uns auf jeden Fall. Und wenn ihr wissen wollt, was wir noch so planen, vor allem jetzt im Mai haben wir vor, noch einen kleinen Mini-Roadtrip zu machen. Entweder mit einem T4 oder Mercedes, wir wissen es noch nicht, um ehrlich zu sein. Aber wenn ihr wissen wollt, wo es hingeht, und ihr könnt ja auch gerne
gerne mal in den Kommentaren raten. Dann abonniert gerne diesen Kanal, macht die Glocke an, da freuen wir uns auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche, oder? Bis nächste Woche. Tschüss! Einfach gut lüften. Immer gut lüften. Dass wir gut belüften, entlüften. Wir lüften dann einfach viel, ne?